Eilmeldung an alle Polizeikräfte. Es wurden mehrere Werwölfe in der Innenstadt von Los Santos gesichtet. Alle Einheiten, die im LSPD sind, bitte sofort kommen. Jo Leute, was geht? Freunde, ihr habt es gerade in den Nachrichten gesehen. Und zwar sollen Werwölfe in ganz Los Santos sein, die nämlich an Vollmond alle kommen. Und wir wissen, heute haben wir Vollmond und wir schieben gerade Nachtschicht mit Franklin. Deswegen sind wir ganz alleine, Freunde, in unserem, ja, in unserem Einsatzkommandozentrum. Und es ist nicht gerade, ja, wir haben nicht erwartet, dass jetzt so ein großer Einsatz ist. Deswegen muss ich mich da komplett alleine drum kümmern. Aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe, Leute. Ihr könnt es sehen, Freunde. Hier ist der Vollmond zu sehen. Und das bedeutet, die Werwölfe sind jetzt in Los Santos am Wüten. Und das ist die erste Nacht, Leute, wo wir plötzlich mehr als einen Werwolf gleichzeitig sehen können. Ey, Bruder, du sollst doch mitkommen. Kollege, kommst du mit? Ey, wir haben Sondereinsatz. Wir müssen ihn aufhalten. Ah, okay. Ja, er kommt wohl doch mit. So, komm jetzt schnell in meinen Einsatzwagen. Nicht in dieses Auto. Wir gehen in ein anderes Auto rein. Oh, Notfall, Freunde. Absoluter Notfall. Komm, Franklin, beeil dich, Mann. Wo ist denn mein Kollege? Kollege, trau dich, komm her, beeil dich. Notfalleinsatz. So, steig ein. Wir müssen irgendwo in Richtung Norden der Innenstadt von Los Santos. Dort sollen die Werwölfe das letzte Mal gesichtet worden sein. Und ich hoffe mal nicht, dass sie die gesamte Stadt heute zerstören werden. Aber ich weiß nicht, woher sie kommen. Wir hatten ja einmal eine Sichtung gehabt in GTA 5, wo wir wirklich mal einen Werwolf gesehen haben. Das war allerdings, Leute, in Blaine County, in den tiefen Wäldern, Freunde. Und eigentlich haben wir diesen Werwolf ja wieder zurückverwandelt in der letzten Folge. Deswegen wundert es mich, warum jetzt auch gleich mehrere von denen gesichtet worden sind. Vielleicht breitet sich das Ganze ja wie so eine Art Virus aus. Leute, wenn ihr auf jeden Fall jetzt mehr GTA 5 Content sehen wollt auf diesem Kanal, dann wisst ihr Bescheid. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von Werwölfen auch in GTA sehen wollt. Und ja. So, wir sind gleich am Ort angekommen. Sollte hier irgendwo sein. Ich weiß nicht. Habe ich da schon was gesehen? Polizei ist auch hier. Ne, Feuerwehr ist auch hier. Wartet mal. Ich glaube, da geht was ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt von dieser Richtung. Oh ja, ich höre sie. Ich höre sie. Ich höre die Werwölfe. Die müssen irgendwo da sein. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Schatten. Das ist ein Schatten. Oh, seht ihr das? Komm, wir schießen drauf. Wir schießen auf diesen Schatten. Let's go. Das muss doch ein Werwolf sein. Hey, wir brauchen Unterstützung. Code 2, Code 2. Wir brauchen Unterstützung. Hier ist ein schwarzer Schatten irgendwo in der Stadt zu sehen. Kann mir jemand helfen? Wo? Wo? Da! Da ist der Werwolf, Leute. Oh, oh, was passiert? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, 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 Werwolf, Junge, das ist ein Schattenvampir oder sowas. Nein! Nein! Alter, was ist denn das für ein Werwolf mit Superkräften? Wow. Okay. Wow, was ist passiert? Alter, wo bin ich hier? Wow, ist alles verschwommen. Franklin, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die haben mich gerettet. Danke, Brüder und Schwestern. Oh mein Gott, das war krass. Das hat mich richtig überrascht. Hatte keine Chance. Officer Clinton, wir haben gute Nachrichten. Wir haben eine der Werwölfe in Blaine County gesichtet und gefasst. Glücklicherweise hat er sich ergeben. Okay, das klingt nicht schlecht, aber warum hat er sich ergeben? Weil wir sehen ja, was für krasse Kräfte die haben. Wir finden, sie sollten sich das ansehen, aber bitte schonen sie sich. Okay, ja, dann ich stehe einfach gleich mal auf und schaue ich mir das einfach mal an. Okay, hier befindet sich also der Ort des Geschehens und wow, was ein Großeinsatz, Junge. Wie viele von den Fahrzeugen haben die denn gebraucht, um den zu fassen? Okay. Ja, Deputy Officer Clinton ist hier zur Stelle. Wir gucken uns mal das an, was ist denn hier passiert. Oh, 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 sogar Fernsehübertragung. Okay, die wollen sich das auch anschauen. Oh mein Gott, Leute. Ich bin immer so neidisch auf diesen Typen, dass er den Lambo-Polizeiwagen fahren darf. Und ich habe immer noch diese kleine Kiste. Ich verstehe das nicht. Auf diesen Jeremy. Ich bin so neidisch auf den. Ich will auch diesen Lambo haben. Aber egal. Oh, da ist der Werwolf. Oh, boy. Okay. So, alles klar. Was ist denn hier los? So, ihr habt ihn geschnappt. Sehr gut. So, warst du derjenige, der mich angegriffen hat? Das war ich nicht. Okay. Du warst es also nicht. Also, einer deiner Kollegen war das nicht wahr, ne? Dieser Fluch, diese Schmerzen. Was für Schmerzen? Worüber redest du? Es hört nicht auf. Jeden Vollmond. Ja, ich weiß. Du verwandelst dich jeden Vollmond zu einem Werwolf. Wenn ich jetzt so sehe, ich glaube, die Sonne geht langsam auf, oder? Oh, was passiert jetzt, Leute? Ich glaube, der verwandelt sich zurück. Wow, okay. Die Sonne kommt langsam raus und der Vollmond endet. Oh Mann, ich bin so gespannt. Wer steckt dahinter, Freunde? Wer steckt hinter diesem Geheimnis? Ich bin so gespannt. So, okay, kann man das Ganze von innen ansehen? Vielleicht geht das ja so. Oh, oh, Franklin, nein, nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Ich erkenne den. Leute, kennt ihr den noch? War das nicht dieser erste Werwolf, den wir eigentlich geheilt haben? Der war ja auch ein Wissenschaftler.
Aus diesem Schloss? Ich dachte, wir hätten den Fluch von ihm gebrochen. Entschuldigung, was ist bitte mit ihm passiert? Ich dachte, ich hätte dich mit diesem Trank abgeworfen und deswegen bist du jetzt kein Werwolf mehr. Das stimmt alles gar nicht. Man kann den Fluch nicht brechen. Der Trank hat zwar geholfen, aber nur bis zum nächsten Vollmond. Danach war alles wieder wie immer. Okay, das ist nicht gut, muss ich sagen. Das bedeutet, wir haben immer noch ein großes Werwolf-Problem und wir können jetzt auch nicht schaffen, alle Werwölfe, die wir jetzt gerade in Los Santos hatten, irgendwie einzusammeln. Na gut, dann würde ich sagen, schickt ihn mal irgendwie in den Sicherheitsbereich, vielleicht ins Humane Labs. Würde ich einfach mal raten. Okay, ja, dann würde ich sagen, Leute, warten wir mal, bis der nächste Vollmond ist. Vielleicht kriegen wir da mal die anderen Wölfe. So, meine Damen und Herren, nächster Großeinsatz. Es ist wieder Nacht. Es ist kurz davor, Vollmond zu werden. Und das bedeutet, wir sind jetzt schon mal gut ausgerüstet für den großen Einsatz, Leute. Und dieses Mal werden wir uns diese Werwölfe mal wirklich vorknöpfen. Wir werden sie auf jeden Fall bekommen. Okay, Leute. So, Franklin, wo ist unser Einsatzfahrzeug? Oh, mein Kollege, mein Lehrschüler, der kommt ja auch mit. Und wisst ihr was? Weil ich heute alleine bin, darf ich den Lambo fahren. Ja, so sieht's aus. Ich darf den Lambo gerade fahren. Alter, oh mein Gott. Oh, wow, 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 Franklin, Alter, irgendwas mit meinem Kopf. Oh mein Gott, was passiert gerade, Franklin? Konzentrier dich, wir haben Werwölfe zu jagen. Okay, oh, es ist besser geworden. Oh mein Gott, was geht jetzt ab, Leute? Es wird immer schlimmer. Oh, wow, 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 wow. Nein! Franklin! Oh mein Gott, wir sind zum Werwolf geworden! Oh, Junge! Oh nein! Steven? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er läuft weg. Okay, ich kann es auch verstehen, dass er wegläuft. Junge, was ist mit dir passiert, Leute? Oh Mann! Okay, Franklin? Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir haben gerade Vollmond. Warum sind wir denn jetzt zum Werwolf geworden? Wie haben wir denn diesen Fluch jetzt bekommen? Oh nein! Oh, jetzt weiß ich, was er mit diesen Schmerzen meint. Ich glaube, Franklin... Oh mein Gott. Ich glaube, Franklin, das macht ihn wütend. Das macht ihn wütend. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Franklin! 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 Oh boy! Oh boy! Das war nicht gut. Die arme Oma, die arme Oma, Franklin. Ich weiß, du hast gerade Schmerzen mit diesem Fluch. Wow, okay, okay, okay. Beruhig dich mal. Oh, okay. Oh mein Gott, Leute. Jetzt haben wir den Fluch. Jetzt haben wir einfach diesen Fluch. Wir müssen den irgendwie loswerden. Jetzt ist ja gerade Vollmond. Das heißt ja, okay, wir verwandeln uns am nächsten Morgen zurück. Am nächsten Morgen verwandeln wir uns zurück. Da bin ich mir sicher. Oh mein Gott, Franklin. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Yo, yo. Okay. Oh, boy. Nicht die Dame. Nicht den Typen. Nein. Nein, Franklin. Oh, nein. Der Arme. Nein. Nein. Och, Mann. Der hatte gerade so einen schönen Tag. Wahrscheinlich wollte er gerade mit seiner Freundin einen Spaziergang machen und wollte sie gerade abholen. Jetzt habe ich dir den Tag versaut. Dankeschön. Oh, Mann. Nein, nein, nein. Wir sind bestimmt vom Einkauf gekommen. Oh, der hat eine Waffe. Oh, der ist ein böser Kerl. Der ist ein ganz, ganz böser Kerl. Oh, nein. Bitte mach Franklin nicht aggressiv. Bitte mach nicht aggressiv. Leute, ich weiß nicht, was mit dir... Ey, wirklich. Franklin, wie kannst du die... Oh mein Gott, das tut ja gar nicht weh. Das tut ihm gar nicht weh. Leute, das tut ihm gar nicht weh. Der kann einfach drauf schießen, nichts passiert. Probier's. Na los. Ja, ja, ja. Mach noch weiter, mein Freund. Wo bist du denn? Wo ist er? Hey. Ah, da ist er. Oh, du denkst wirklich, du kannst mich aufhalten. Du denkst es wirklich. Glaubst du wirklich, du kannst mich aufhalten? Oh, nein. Wer war das? Wow. Yo. Oh, das sind meine Bros und Sis. Und da ist der Nächste. Oh, Junge, guck mal. Das, oh, das ist noch einer von denen. Ja, das ist noch einer. Leute, wir sind jetzt zu viert. Oh nein, ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Ich glaube, die Polizei wird jetzt uns alle jagen. Alles klar, Brüder und Schwestern und was es dazwischen gibt. Und so, wir gehen da mal. Alles klar, ich weiß gar nicht mal. Die sehen für mich alle gleich aus. Ich habe keine Ahnung, wer ist. Aber auf jeden Fall, einer bestimmt von denen ist der... Oh mein Gott. Nein, greift nicht das Militär an. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Franklin. Nein, 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 nein. Woher habt ihr diese Superkräfte? Oh mein Gott, jetzt. Oh mein Gott, Franklin. Jo, jetzt greift mir das ganze Militär an, Freunde, als Werwolf. Okay, es geht los. Es geht los, Leute. Der Kampf Werwölfe gegen das Militär. Leute, ein Rat. Was haben die für Kräfte? Warum hab ich die nicht? Warum sind die so viel stärker als ich? Ich glaube, die sind einfach geübter. Die sind einfach mit diesem Fluch viel geübter als ich. Oh mein Gott. Nein. Okay, Franklin. Alles gut, alles gut. Beruhig dich. Oh Mann. Nein, 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 nein. Leute, wir machen einfach die gesamte Stadt kaputt.
Oh nein, wo kam das jetzt her? Und Leute, ich nehme einfach nicht viel Schaden. Ich bin einfach unbesiegbar. Der kann sogar einfach Leute auffressen. Was ist denn mit ihm los? Oh mein Gott. Er putzt den Boden mit denen. Hier fliegen Autos. Leute, das ist nicht der Plan. Das ist nicht El Plan. Nicht El Plan. Versteht ihr? Meine Güte, Leute, beruhigt euch schon mal. Oh Mann, ich kann es nicht verstehen, dieses Schmerz. Ja, also ich habe noch nicht so wirklich krass. Also bei mir ist es noch relativ aushaltbar. Wart's ab, das kommt noch. Oh nein, das heißt, je länger wir diesen Fluch haben, desto mehr Schmerzen werden wir haben. Aber desto mehr Kräfte werde ich auch haben, nicht wahr? Das ist es aber nicht wert. Ah, okay, ja, glaube ich. Ich möchte auch ein Mensch sein. Vielleicht kriege ich ja Hilfe von Michael. Vielleicht hilft der mir ja. Wobei, ich glaube, in der aktuellen Form wird er mich nicht als Franklin erkennen. Also, ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so der große Vorteil. Ich denke mal, wir müssen abwarten, bis es wieder Vollmond wird. Ich meine, bis es wieder Tag wird. Oh nein, da kommt die nächste Armee. Leute, ihr seht doch, es bringt nichts. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Oh mein Gott, nein. Hört doch auf. Leute, so viel Militär. Das ist Ressourcenverschwendung. Hört doch mal auf. Ich gehe an einen sicheren Ort. Ich bin natürlich noch nicht so krass drauf, deswegen... Ich gehe mal hier in Sicherheit. Okay, wir sitzen das einfach mal aus, Leute. Oh, okay. Oh Mann, es hat funktioniert. Wir sind wieder normal. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe als allererstes mal zu Lester. Oder ich... Schau mal, was mit... ich glaube, Leute, wir können jetzt nicht zurück zur Polizei. Die werden mich safe feuern. Ich gehe einfach zu Lester. Ich frage mal, ob er es irgendwie eine Lösung hat dafür. Oh, da ist ja Lester. So früh wach? Morgen. Moin, du kleiner Werwolf. Was geht? Du wusstest es? Glaubst du, ich verfolge die Nachrichten nicht? Ja, ja, Frank. Jetzt weißt du auch, warum ich hier bin. Kennst du eine Lösung für das Problem? Weil diese chemischen Substanzen, das funktioniert nicht bei Werwolf. Jedes Mal am Vollmond kommt es wieder zurück. Ja, ich habe eine Lösung. Oh, das ist schön. Sag mir die jetzt mal kurz. Die ist aber sehr, sehr teuer und sehr kompliziert. Außer, es ist mit richtig viel Aufwand verbunden. Okay, was meinst du damit? Was verwandelt Werwölfe in Werwölfe? Ja, der Vollmond. Das ist auch so, ne? Der Vollmond, Lester. Genau. Deswegen darf der Mond nie wieder zum Vollmond werden. Ich verstehe es gerade nicht. Was will Lester mir damit sagen? Willst du gerade den Mond zerstören? Das ist so eine absurde Idee. Das wird niemals funktionieren. Das ist mein Plan. Was? Also, das war kein Witz? Das war wirklich dein Ernst? Ich stelle einen Laser auf, den ihr mit gemeinsamen Kräften aufladen müsst. Dadurch kann man ein Stück vom Mond abtrennen und ihn so modifizieren, dass er nicht mehr als Vollmond gilt. So werden dann Werwölfe nicht mehr zu Werwölfen? Genau. Wir umgehen den Fluch einfach. Das ist ziemlich schlau, Lester. Der ist ein schlauer Typ. Real Talk, Freunde. Der ist ein echt schlauer Typ. Für den Laser brauche ich allerdings viel Geld. Oh, das ist sehr schade. Wie viel kostet der denn? 100 Millionen Dollar. 100 Millionen Dollar? Was? Okay. Und... Wie soll ich das Geld auftreiben? Ich habe gehört, du hast einen YouTube-Kanal. Genau, IDZock. Das ist der Kanal hier auf dem Video. Das seht ihr. Wenn man auf Abonnieren drückt, bekomme ich 1 Million Dollar. Das heißt, ungefähr 1000 Leute müssten den Kanal abonnieren, dass wir die 100 Millionen Dollar bekommen. Okay? Also Leute, ihr wisst auf jeden Fall, was zu tun ist. Lasst uns mal das zusammen schaffen. Drückt jetzt gerne auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Sonst kommen wir nicht weiter in diesem Video. Also Leute, drückt jetzt mal den Abonnieren-Kanal drauf in 3, 2, 1 und funktioniert es? Oh, 23 Millionen Dollar haben wir bekommen. Leute, das reicht aber noch nicht. Wir müssen noch weiterkommen. Ja, genau, Leute, nochmal 51 Millionen Dollar. Leute, drückt auf den Abonnieren-Kanal. Drückt jetzt auf Abonnieren. Komm schon, uns fehlt nicht mehr viel. Oh, nochmal 35 Millionen. Let's go, Leute, damit haben wir es geschafft. Leute, Dankeschön fürs Abonnieren. Vielen, vielen Dank für das Abonnieren des Kanals. Let's go, Lester. Damit haben wir die 100 Millionen. Jetzt kannst du deinen Laser aufbauen. Okay, wir sehen uns am Vollmond wieder. Ich werde nicht da sein, weil ich Angst habe um mein Leben. Ja, das macht natürlich Sinn. Kommt zum Winewood-Logo und ladet den Laser auf, dann könnt ihr den Mond abschießen. Perfekt, Leute, das klingt nach einem guten Plan. Alles klar. Oh mein Gott. Was? Als ob das funktionieren wird. Aber gut, es ist die einzige Chance. Die einzige Chance. Ich fange an, langsam auch diese Kräfte auch im Real Life zu bekommen. Das heißt, das nächste Mal werde ich noch mächtiger werden. Alles klar. Okay, es ist Vollmond, Leute. Okay. Oh, 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 und Franklin hat diese übelsten Schmerzen. Franklin, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Franklin, oh mein Gott, er dreht sich im Kreis. Franklin, wow,
Oh nein. Oh, ich glaube, wir verwandeln uns jetzt. Franklin, nein. Ich habe jetzt schon 5 Sterne. Warum? Oh nein, die wissen schon, dass ich es bin. Die wissen schon, Leute. Die wissen schon. Oh. Wow, okay. Alter, ja, alles gut, Leute. Wow, jetzt haben wir auch diese Kräfte, Freunde. Jetzt sind wir auch so stark. Wow. Oh mein Gott. Wir werden also immer stärker, je öfter wir diesen Fluch haben. Und jetzt, oh, Franklin. Oh, das tut weh. Ich glaube, der hat Riesenschmerzen gerade, Leute. Der hat wirklich diesen richtigen anderen Pain gerade. Wo sind denn die anderen Werwölfe? Wo sind die anderen? Oh, 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 da ist einer. Da sind zwei. Okay, Leute, kommt, 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 kommt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen alle zum Winewood-Logo. Wir müssen alle zum Winewood-Logo, dann können wir den Fluch brechen. Leute, vertraut mir einmal. Kommt bitte her. Kommt bitte her. Ihr müsst euch beeilen. Wirklich, wir haben nicht viel Zeit. Dieser Laser wird bestimmt bald gesichtet und da wird er irgendwie konfisziert werden. Diese 100 Millionen müssen es auf jeden Fall wert sein. Jo, okay, wir können auch fliegen. Nice. Okay, das ist gut. Das ist die schnellste Transportmöglichkeit. So, wo ist das Winewood-Logo? Yo! Seht ihr das? Das ist dieser Laser. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Okay, ist er auch richtig ausgerichtet? Ich glaube schon, Leute. Boah, was ein Monster. Was ist das für ein Ding? Ist er, oh, der ist genau auf den Vollmond gerichtet. Perfekt, Leute. Alles klar. Okay, alles, was wir jetzt tun müssen, wir müssen das Ding mit Energie befeuern. Also es blinkt hier rot. Ich glaube, wir müssen diese Nuklearzeugs oder sowas irgendwie mit Energie befeuern. Also einfach draufhalten. Genau, einfach so den hier machen. Oder ich habe keine Ahnung, wie, was auch immer wir machen. Aber ja, irgendwie, ja, 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 ich glaube. Oh, genau, genau, aber bitte nicht kaputt machen, genau. Einfach mit Energie voll machen. Mit Energie voll machen. Leute, ihr müsst es auch machen. Wir müssen den. Okay, na los. So, und bam, Junge, das Ding muss irgendwie rein, oder? Oh, ich glaube, wie viel Energie braucht man denn, um einen Mond abzuschießen? Oh, Junge. Oh, okay. Ich hoffe mal, dass es ausreichen wird, ne? Sollen wir es probieren? Leute, wir probieren es einfach. Welchen Knopf müssen wir drücken? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir drücken müssen oder so, um diesen Laser irgendwie zu aktivieren. Oh, ich glaube, Leute, es geht los. Wow, der Laser feuert jetzt gleich ab, Leute. Ich glaube, es geht los. Lasst es auf den Mond. 3, 2, 1 und... Wow. Hat's geklappt? Hat es geklappt? Oh mein Gott. Leute, haben wir Vollmond? Oder haben wir Mond? Aber es ist Nacht. Oh, das hat geklappt. Es hat funktioniert. Oh. Oh mein Gott. Der Laser steht noch. Es hat wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben, Leute. Was ist das? Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Lester! 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 Warum hast du jetzt dein Gesicht jetzt auf den Mond gemacht? Oh mein Gott. Aber ey, immerhin, es hat geklappt. Jetzt weißt du die ganze Welt, wer Lester Crest ist und wird es auch für immer sehen. Und vielleicht auch andere Universen werden dieses Meisterwerk sehen. Naja, egal, Hauptsache es hat funktioniert. Leute, ich glaube, wir werden diesen Mond jetzt ein paar Wochen sehen, bis wir irgendwie sehen, wer den Mond wieder normal macht. Auf jeden Fall, Leute, in der Zwischenzeit ist der Fluch gebrochen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute, wenn ihr mehr von so etwas sehen wollt. Und lasst ein Abo da. Vergesst es nicht. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video morgen wieder. ID Zockers raus, haut rein, Freunde, und ciao.